Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie mit einem weiteren Guide zu Sniper Elite 4. Und zwar befinden wir uns heute in Mission 6 und holen uns dort den Erfolg, die Trophäe Gift und Galle. Dafür müssen wir mit einem einzigen Artillerieschlag 5 Soldaten töten. Also Küstenstandort Magazzino, das ist eure Wahl. Das wählt ihr aus als Level. Schwierigkeitsgrad empfehle ich euch auf jeden Fall leicht zu nehmen. Macht die Sache einfacher und schneller. So, für einen Artillerieschlag brauchen wir natürlich eine Leuchtpistole und das Spiel ist natürlich so nett und direkt am Anfang der Mission haben wir schon die Möglichkeit, eine Leuchtpistole einzusacken. Dazu müssen wir ja einen feindlichen Speer töten, der hat normalerweise immer Leuchtpistolen bei sich und wir sind hier den rechten Weg hochgegangen. Hier ist direkt der Levelstart, habt ihr ja gesehen, genau hier fängt es an und dann dort links drüben bei den Baracken, da vor der Tür steht ein Speer, ich zeige euch den gleich hier mit dem Fernglas natürlich. So, jetzt mal kurz hier. Warum ich euch den jetzt zeige, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Da hinten war er, da hinten am Gebäude. Da sehen wir ihn. Speer, Gegenstände, Leuchtpistole. Das ist also genau der Typ, den wir haben wollen. Dann würde ich euch empfehlen, es gibt hier oft übertönt, wartet aufs übertönt. Ich habe es gerade an dieser Stelle ready. Nehmt mir den Typen sofort direkt vor, damit er nirgendwo hinrennen kann, sondern ich genau weiß, die Leiche von ihm liegt da. So, ich habe einen kleinen Cut gemacht, habe hier noch zwischendurch hier so ein paar Leute ausgeschaltet, die doof im Weg herumstehen. Dann rennen wir da hinten hin, holen uns die Leuchtpistole und dann gibt es zum Ende der Mission, gibt es den perfekten Ort, sage ich mal, um die 5 Kills zu machen. Und das sage ich euch natürlich auch gleich. Jetzt holen wir uns erstmal hier kurz die Leuchtpistole ab. Dann könnt ihr die breit gefächert oder normal einsetzen. Gibt ja immer bei jedem Gegenstand einen alternativen Modus. Ich habe sie ganz normal eingesetzt, nicht breit gefächert, obwohl das wahrscheinlich auch gegangen wäre. Aber wie gesagt, also mit dem normalen Standardmodus hat es bei mir funktioniert. Das sehen wir gleich. So, da haben wir die Leuchtpistole. Ich rüste die einfach mal ganz kurz aus. Da seht ihr ja momentan, gibt es halt die Möglichkeit zwischen anvisiert und breit gefächert. Könnt ihr euch da entscheiden. Ich habe, wie gesagt, hier in meinem Versuch bei dem... Die Trophäe zu holen, bei meinem Versuch, nicht nur bei meinem Versuch, ich habe es ja gemacht, ne? Die Trophäe zu holen habe ich also anvisiert genutzt. Das Ganze sieht also so aus. Hier kann man sich das mal ganz in Ruhe ohne Gegner anschauen. Und dort oben, also kurz unter diesem Punkt, ja, da will die Maus wieder hängen bleiben. Also da, genau an der Stelle, dort an der Stelle ist die kleine Menschenversammlung, die Truppversammlung, die wir auslöschen werden. Wie gesagt, wir sind ja momentan noch ganz hier unten am Anfang der Mission und jetzt werden wir einfach mal rüberspringen. Jetzt bin ich hier oben, habe mittlerweile alles ausgeschaltet und jetzt seht ihr auch, wie viele wahnsinnig schöne bunte Punkte da sind und zwar 6 Stück an der Zahl. 5 sollen wir mit einem Artillerieschlag ausschalten. Die Chancen sind, sage ich mal, sehr groß, weil die hängen da wirklich, seht ihr, wunderbar auf einem Haufen herum. No, dann wollen wir uns ja nicht entdecken lassen, nicht, dass sie auseinanderlaufen. Da ist übrigens auch wieder ein Speer mit dabei. So, jetzt rüsten wir dann die Leuchtpistole aus. Wie gesagt, ich bleibe im Modus anvisiert. Kriegen kurz hier noch das Tutorial dazu gezeigt, weil ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass ich sie überhaupt eingesetzt habe. Die Leuchtpistole, deswegen kam hier das Tutorial. So, jetzt seht ihr hier, so funktioniert das mit dem anvisiert. Jetzt muss man natürlich gucken, dass wir auch gut wirklich die Stelle anvisiert bekommen, wo die Jungs da stehen. Das funktioniert hier gerade noch nicht so gut. Wie gesagt, breit gefächert wäre dann die Alternative. Dann schleichen wir uns noch ein bisschen näher ran, damit wir auch wirklich richtig schön den Punkt erwischen, wo sie alle stehen, ohne so aufzuscheuchen. Das ist ganz wichtig. Und dann macht er dasselbe wie ich jetzt hier, speichern. Macht einen manuellen Speicherpunkt an dieser Stelle, weil sollte es schief gehen, braucht ihr einfach nur Spiel laden und könnt direkt den zweiten Versuch starten. Also deswegen auf alle Fälle vor sowas einfach hier speichern, weil dann ist es ruckzuck gemacht. So, Leuchtsignal liegt. Die springen zum Glück alle nur in Deckung, statt wegzurennen, was ich wunderbar finde. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass der Artillerieschlag kommt. Da kommt er schon. Und ja, wie erwartet, er hat 5 ausgeschaltet, nicht den 6. Der 6. rennt dann noch rum. Um den kümmern wir uns dann sofort, währenddessen hier schon der seltene Erfolg freigeschaltet wird. 10 Gamerscore, Gift und Galle gehören jetzt euch. Ich hoffe, der kleine Guide hat geholfen und gefallen. Wenn ihr so war, lasst doch auf alle Fälle bitte den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, weil dann verpasst ihr hier kein neues Video. Ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder im nächsten Guide. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.